Und herzlich willkommen, so jetzt herzlich willkommen zu unserer kleinen eingeschobenen Höhlentour. Da wir ja für die Bürosessel geschmiedetes Metall brauchen und das wird direkt aus normalem Eis. Wieso eigentlich? Man schmiedet doch Stahl auch im Ofen, oder nicht? Oder verwechselt jetzt gerade was? Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir brauchen dafür Großeisen. Also direkt in Eisenklumpen. Also müssen wir noch mal in die Höhle gehen und gucken, ob wir da Eisen finden. Aua. Au. Alter, das hat aber gerade weh. Ach, wieso ist hier eigentlich schon gar nichts? So. Eisen. Eisen. Da ist Eisen. Sehr schön. So, enjoy the game. Hi! Perfekt. Dreimal Eisen, genau wie wir es brauchen. Ab nach Hause. So. Okay. Eisen. Um Eisen eist man sich. Spaß. Genau. Das kommt in die Mitte. Das kam da und da. Und was kam da? Nein? Nicht? Ha. Was jetzt? Achso, Office. Was kam denn da? Ach, da kam Eisen und da kam Stöcker. Eisen da und Stöcker da. Das macht jetzt aber keinen Sinn, weil Bürostuhl hat niemals einen Anker unten aus Holz. Die sind generell aus Plastik. Egal. Noch nicht. Mache ich nach dem Let's Play. In 30 Minuten nach dem Let's Play. So, okay. Jetzt kommt die Bürostuhl. Die muss ich glaube ich wieder so rum hinstellen. So rum hinstellen. Genau, perfekt. Kann man sich darauf setzen? Nein, kann man nicht. Aber wir haben jetzt einen wunderschönen Bürostuhl. Das können wir da später in unseren PC raufstellen. Easy. Apropos, wie viel kostet eigentlich ein PC? Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall auch so Scheiß wie Eisen und da brauchen wir erstmal Aluminium. Nee, Quatsch. Silizium. Wir nehmen am besten gleich mal funktionierenden aus der Laptop-Mod. Die funktionieren wir das? Achso, das waren die gleich. Ha, ich bin ja dumm. Ach du Kacke. Mist, es graust mich jetzt schon davor. Ja, klar, wir brauchen also auf jeden Fall immer mindestens ein Motherboard. Und was soll das hier darstellen? Achso, das Gehäuse. Ja. Und natürlich eine. Das ist doch keine GPU, das ist eine Grafikkarte, du Huren. Und die GPU ist da drauf. Ah. Jet-Core-Prozessor. Okay, eine sehr schöne Anlehnung. Okay. Also, dachte. Du okay, das ist zwar teuer, geht aber noch. Aber das hier, das ist doch Fiber? Warum brauchen wir Glasfaser für eine CPU? Okay. Okay. Nächste Woche haben wir eine Menge zu tun. Ich glaube, weil die nächsten 4 Folgen werden wir dann damit zu tun haben, alle Ressourcen zusammenzubekommen, um einen einzigen Computer zu bauen. Scheiße. Okay, das hier geht wenigstens. Das hier ist, ja, kennt jeder. Ein Motherboard, ein gesamtes Motherboard, braucht gerade mal einen einzigen Logikbaustein. Mehr nicht. Damit wird alles simuliert. Ja gut, mit den FPGA jetzt natürlich. Mal gucken, wie viele FPGA brauchen wir insgesamt für einen Computer. Wir nehmen natürlich so einen, ne, etwas moderneren, den hier zum Beispiel. So, da brauchen wir, was ist das? Ach so, ein Harddisk, Motherboard und ein Prozessor. LCD-Screen braucht der auch. Ja, der braucht natürlich auch ein F. Scheiße, FP. Ah, wenigstens haben die an die RGB gedacht, ne? Okay, also wir brauchen da einen. Ach so, Lua-Controller.
Also müssen wir auch noch aufpassen, die gibt verschiedenste Sachen, die gleiches Bild haben. Welchen hatte ich ja? Ich sehe nämlich eigentlich den oder den hier, aber der ist von Optik her sieht der auf jeden Fall besser aus. Als der, das ist so ein typisches. Ja, der ist auch von Dell. Also, ja, Bell soll Dell heißen, gehe ich mal von aus. Ich glaube, von Optik her, ich glaube, ich nehme lieber den hier, der sieht von Optik her schöner aus. Am liebsten hätte ich ja. Komm, ich nehme einfach das hier. Da kann ich nämlich daneben noch so einen richtigen Bildschirm, richtigen Rechner stellen. Ist zwar auch ein Komplett-PC, erinnert aber eher so an das Klassische. So, da brauchen wir also eine CPU, eine Grafikkarte, ein Motherboard, eine Harddisk und ein Netzteil. Naja, das sollte ja nicht so teuer sein, oder? Ich will sterben. Das heißt, wir brauchen für die Harddisk eine, also ein Dual-Controller. Dann brauchen wir 65.536 Prozess. Schön, schön, schön. Kann man machen. Hierfür brauchen wir einen Lua-Controller und ein FPGA. Also brauchen wir schon zweimal Lua, einmal FPGA. Dann. Oh, ist das geil. Die haben an alle drei Arten gedacht. Ist das geil. So, egal. Dann brauchen wir noch. 2 FPGA, 2 Lua-Controller, 3 FPGA, 3 Lua-Controller, 4 FPGA, 4 Lua-Controller. Habe ich noch was vergessen? Harddisk, das Ding habe ich. Achso, wir brauchen. Ja, okay. Achso, habe ich gerade den hier ausgewählt, ne? Ah, ne, der hat mir noch gar nicht. Den brauchen wir. Okay, wir brauchen also 5 FPGAs und 4 Lua-Controller. Das hier geht sogar noch. Der Lua-Controller ist, der FPGA ist relativ easy. Mal gucken, was der Lua-Controller kostet. Lua-Controller. Ja, wow. Das ist ja. Lego mio. Okay, also der Lua-Controller braucht einfach nur genau doppelt so viele Ressourcen wie der andere. Da. Aber man bekommt jeweils zwei raus. Das heißt, wir brauchen im Durchschnitt für jeden. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Menge Silikon und ganz viele Mesokon. Mesokon dürfte relativ einfach sein. Ist einfach ein Material, das müssen wir suchen. Und wenn wir es haben, haben wir es. Das ist relativ easy. Bei dem Silikon wird es allerdings schon ein bisschen, nicht Silikon, Silizium. Da, ach so, ist ja auch relativ easy. Stahlbarren und ein bisschen Sand. Okay, dann dürfte das Ganze gar nicht so schwer werden. Das klingt sogar machbar. Wir brauchen halt nur erstmal ein bisschen Mese. Haben wir schon welches? Mese, Mese, Mese. Mese ist doch Käse. Ah ja, ein paar Splitter haben wir. Aber, wie viel Mehl kriegt man denn da raus? Achso. Nani? Mese. Hä? Ach, im Ofen. Ah. Okay, aber das heißt, wir würden daraus gerade mal 14 bekommen. Das ist natürlich ein Witz. Das bringt so gar nichts. Na ja, gut, dann müssen wir also auf jeden Fall noch mal ein bisschen Mese suchen. Das Problem ist halt, Mese ist halt, ich weiß gar nicht, ab minus 250 oder sowas, also 256, oder? Dürfte fast. Ich räume jetzt hier mal kurz meine Taschen aus. Ist ja all möglicher Scheiß drin, ne? So, da haben wir. Genau, da kommt das rein und 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 das rein. Und die anderen Sachen kommen dann. Ah ne, warum bist du hier oben drin? Junge, kiffst du? Und der ganze andere Kleidradatsch kommt dann unten rein. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Siehst du, wir können auch mal wieder unsere Felder machen. Tja, dann müssen wir auf jeden Fall auf eine Mesetour gehen. Wir brauchen auf jeden Fall Mese.
Und dabei gleich mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen Eisen oder sowas finden. Das wäre halt ganz cool. So, zuerst machen wir unsere vier Getreidefelder. Ich bin wieder da, was? Bin wieder da, sagst du heute irgendwie ziemlich oft. Was? Ja, weiß, ich habe keine gute Laune, weil ich kaum Freunde habe oder die mit mir zusammen spielen. Ach ja, die Probleme von Kleinkindern. Als ich noch jung war. Oh, anstrebender Bauer. Als ich noch klein war, da habe ich mir auch noch Sorgen um Freunde gemacht. Mittlerweile, jetzt wo ich alt bin, bin ich froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde. Okay. Nee, Spaß. Freunde zu haben ist schon ganz cool. Vor allen Dingen, wenn sie halt mit einem zusammen spielen. Aber der Minecraft-Server ist halt gerade komplett leer. Da ist gerade niemand drauf. Weil irgendwie alle gerade auf dem Server hier drauf sind. Warum auch immer. Ja gut, wahrscheinlich, weil sich das rumgesprochen hat, dass ich hier Let's Play mache. Kann durchaus sein. Aber naja. Ich weiß noch gerade gar nicht, wie alt Soren ist. Mindtest wird ja dann doch eher von den eher Jüngeren gespielt, wobei bei Mindtest die Altersspanne wesentlich weit auseinander geht, während Minecraft vorwiegend von Kleinkindern gespielt wird, wird Mindtest wiederum auch sehr viel von erwachseneren Leuten gespielt. Was ich halt persönlich ganz cool finde. Dadurch habe ich sehr viele Leute, die so wirklich halt, ja, mit denen ich mich quasi auf Augenhöhe kommunizieren kann, was gerade im Forum halt ultra geil ist. Weil ich sag mal so, man kann sich dann auch über Themen unterhalten, die halt ein bisschen komplexer sind. Gerade sowas wie, ja, halt Sachen, weiß nicht, wo kleineres Publikum halt noch Verständnisprobleme hat oder sich Sachen, bestimmte Sachen nicht vorstellen kann. Oder Sachen, die halt wirklich extrem kreativ sind, wie zum Beispiel, nee, brauche ich noch. Komplexere Bauten und sowas alles. Da macht es halt dann doch schon Spaß, wenn das Publikum 14 Jahre und älter ist, was bei Minetest durchaus der Fall ist, während bei Minecraft das Durchschnittsalter geschätzt bei 3 Jahren liegt. Zumindest kommen mir die meisten Leute da so vor. Das heißt, bei Minecraft, wenn du da mit einer Person irgendwie, ja, in Kontakt trittst, kannst du sicher sein, dass du mit dem Kleinkind redest. Bei Mindtest wiederum, da hast du eher Publikum so ab 10 Jahren, ab 14 Jahren, also Leute, die wirklich schon Ahnung vom Leben haben. Also, ja, Ahnung vom Leben ist natürlich jetzt weit gegriffen, aber zumindest Leute, die halt auch mal nachdenken können. Na? Ich meine, klar, viele würden jetzt sagen, Leute ab 10 Jahren haben auch noch keine Ahnung. Damit man Ahnung vom Leben hat, muss man mindestens 20 Jahre alt sein und schon gearbeitet haben. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Also ganz ehrlich. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nur von mir aus ausgehen. Und von den Leuten in meinem Umfeld. Und da muss ich sagen, es gibt solche und solche. Klar, es gibt viele, die selbst mit 20 immer noch komplett dumm sind. Sorry. Die einfach dumm sind, weil sie in dem Sinne sich absolut nicht für das interessieren, was irgendwie drumherum passiert. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch Leute, die gerade mal, weiß nicht, ein paar Jahre alt sind. Also so, wie gesagt, so 10, ne? Oder halt bisschen älter
und aber schon richtig Ahnung von dem haben und sich für Sachen, ja, für Sachen bewusst interessieren. Bestes Beispiel war jetzt hier vor kurzem auch so ein öffentliches Thema wie zum Beispiel Klimawandel. Ich meine, wenn da jetzt ein Politiker kommt mit, die ganzen Kinder sollen lieber zur Schule gehen. Ja, es ist traurig, dass Kinder, die eigentlich noch zur Schule gehen, sich besser mit der Umwelt auskennen als die Politiker. Das ist halt einfach traurig. Und genauso ist es halt mit vielen Dingen. So, das hier ist, glaube ich, noch ein. Also, das hier könnte schon reif sein, aber warum die hier nicht reif sind, die aber schon. Seltsam, seltsam. Egal, auf jeden Fall werde ich die hier mal direkt ernten. Die dürften. Ja, sind schon fertig, sind schon reif. Jetzt weiß ich gar nicht mehr wieder, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Hallo. Ach genau, wegen Zoren und Freunde haben und spielen. Genau. Und ja. Ist ja auch egal. So, haben wir das Feld gleich durch? Alter, mit diesen 8 Feldern, das dauert doch schon wirklich länger, als ich dachte. Ich meine, wir haben jetzt gerade mindestens 5 Minuten gebraucht, wenn man jetzt das Reden vielleicht noch abzieht. Also jetzt durchweg arbeiten. Ja. 5 Minuten. Wenn man mal bedenkt mit davor, wo ich gerade mal, naja, für die beiden Felder, die ich hatte, ne, wofür so eine Minute gebraucht habe, da ist das jetzt schon richtige Arbeit hier. Und das unbezahlt. Irgendwas läuft hier schief. So. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen hier unsere Felder bearbeitet. Was wir jetzt noch machen könnten. Weil wie gesagt, jetzt so auf eine Tour gehen, lohnt sich halt nicht. Aber was wir noch machen könnten, ist, dass da hinten mal unsere Hütte da ein bisschen gucken, was wir aus der eigentlich jetzt machen. Das war ja von mir so eine spontane Idee. Ja, jetzt bereue ich es gerade irgendwie so ein bisschen, die Idee gehabt zu haben, weil jetzt müssen wir daraus irgendwas machen. ja. Nicht so geil. Da oben? Nein. Mann. So, du kannst auch gleich rein. Okay, also was machen wir daraus? Ich hatte halt die Idee mit so einer Aussichtsplattform. Nur da bräuchten wir hier draußen noch so ein Geländer, wo man halt lang gehen kann. Oder wir knallen einfach ein paar Fenster rein und sagen, okay, ist halt eine geschlossene Aussichtsplattform. Oder wir reißen das ganze Ding einfach ab. Was könnten wir daraus bauen? Langsam bekomme ich auch Hunger. Ich sollte vielleicht mal was essen. Ach doch, komm. Dann ziehen wir uns einfach jetzt mal ein bisschen was rein hier. Was gucke ich hier gerade? Da. Goddammit. Honig zum Beispiel. Honig ist ganz gut. Ich habe auf meinem Mindtest Raspberry Pi, also auf dem, was? Auf dem German Raspberry Pi. Server, also den Vanilla-Server für die 0.4-Clients. Da habe ich jetzt direkt am Spawn so keinen Baum gepflanzt, wo man immer Honig holen kann, für die ganzen Neuankömmlinge. Auf dem richtigen Vanilla-Server, da gibt es ja bereits Honig direkt am Spawn. Müsste ich vielleicht mal hier auch machen. Aber ganz ehrlich, zweimal Honig ist noch nicht so schön, ne? Könnte besser sein. So. Rohes Fleisch, komm, ganz ehrlich, wir klauen das Zeug mal, dann ist es hier raus aus der Kiste. Das spammt hier einfach nur Platz voll. Aber irgendwie davon, dass ich die Tierspawnrate hochgesetzt habe, habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Also irgendwie die Tierspawnrate ist jetzt 10%. Heißt also quasi von, also 10% von dem, wie es normalerweise laut Mod wäre, habe ich auf 10% runtergesetzt. Im Vergleich zu vorher, wo es auf 2% runtergesetzt war, müsste jetzt also fünffach so viele Tiere spawnen, aber das hindert die Tiere leider nicht daran, gar nicht zu spawnen. Also muss ich wahrscheinlich noch ersetzen. Ah ja, mal gucken. So. Genau. Wir schmeißen wir die ganze Kacke mal in den Ofen rein. Da. Richtig schön hier. Fleisch essen. Nom 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 nom. So. Und Fleisch alleine ist natürlich nicht gut für den Magen. Weil es fettig und alles. Was gucke ich schon mal, Junge?
Deswegen am besten dazu noch ein bisschen Gemüse. Ne? So ein paar ne, Gurken zu vielleicht. Ne. Kann man noch besser machen. Hier ein paar Zwiebeln zum Beispiel. Ne? Oh, zwei Zwiebeln. Und dann backen wir uns noch ein schönes Brot dazu. Zum Beispiel. Komm, wir machen es mal richtig. Wir machen es mal richtig gesund. Wir machen uns mal richtig schönes Vollkornbrot hier. Was? War das nur eins oder habe ich jetzt gerade hier einen Bug ausgelöst, verursacht? Keine Ahnung, ist auch egal. So, dann machen wir uns mal richtig schönes Vollkornbrot hier. Da, da, da. Oh, das war jetzt mal das Gleiche. Das war natürlich nicht so gut. Wo muss denn noch so ein rotes Zeug sein? Nani? Was? Fehlt das hier noch? Kann das sein? Ja. Gut. Ach, wir brauchen noch so eine Scheiße. Und das hier muss scheinbar in der richtigen Reihenfolge sein. Scheiße. Gut, woraus wirst du ge. Ach so, das ist ja easy. Das ist ja easy. Das kriegen wir schnell hin. Gestein haben wir. Ein Holzstab haben wir auch. Oh, der Land ist aber wirklich richtig Hunger hier. Ist ja. Oh. In die Fertigung. Ja, das war ja wunderbar. So. Ein Quirl. Wunderschön. So. Dann bitte einmal reinschmeißen in den Ofen. Kann ich mir gleich richtig schön was zum Essen machen hier. Super duper. Werkzeuge waren da oben. Da kommst du rein. Perfekt. Ich klatsche euch am besten mal direkt nach unten. Dann habe ich euch immer direkt im Sichtfeld. Easy. So. Sehr schön. So, dann essen wir jetzt richtig schön hier. Na, so muss das sein. Erstmal schöne Zwiebeln. Dann das Fleisch und zum Schluss ein bisschen Brot. Yam, 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 ja. Das ist aber lecker, lecker, lecker. Oh, Digga hat sogar was gegessen. Wow. Jetzt für noch zwei Sachen. Dann können wir noch ein paar Äpfel essen. Als Nachtropfer. Als. Weiß nicht, weiß geil was. So. Ach, oh, hast süß, hat sogar einer gereicht. Na, wunderbar. Das war das gesündeste Essen, was ich seit langem gegessen habe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ernähre ich mich im Spiel sogar schon noch gesünder als im echten. Das kann so nicht weit. Das geht. Nee. Bald werde ich im Spiel auch noch vegan. Na ja gut, werde ich das auf kurz oder lang sowieso, weil, ja, Fleischprodukte haben wir keine mehr. Egal. Gut, ja, dann sollte das jetzt mit dem Let's Play auch einfach gewesen sein. Mehr als vernünftig ist halt einfach nicht mehr in den letzten 5 Minuten. Von daher heißt es der nächste Woche auf jeden Fall, ganz, ganz viel Mete suchen. Wow. Na gut. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, in dem Sinne will ich einfach mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.